Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Hier werde ich schon in meine Gruppe eingeladen, denn heute Abend, für euch gestern Abend, war der erste Erzboss am Start. Und den habe ich mir gedacht, schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Dafür gehen wir einfach mal hier auf Inhaltszeitplan, Wüstenherrscherin. Und erstmal gucken wir uns das an, weil da gibt es eine Sache, die ich dazu sagen möchte. Wenn ihr euch mal den Loot hier anguckt, dann müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt hier ein Schwert, es gibt hier eine Armbrust und es gibt hier einen Stab. Und ihr könnt euch ja die Effekte einfach mal selber durchlesen. Aber der Stab ist so broken gut. Und das Krasse ist, solltet ihr so ein Ding bekommen, dann seid ihr reich. Also im übertragenen Sinne, weil ihr könnt das Loot ja nicht wieder zurückholen. Aber dieser Stab, wenn ihr ihn bekommen würdet, würdet ihr Tausende von Euro bekommen. Umgerechnet im Auktionshaus. Also wirklich komplett verrückt. Das heißt, jeder, der gestern Abend dabei war und hier vielleicht einen Drop bekommen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ein Deutscher von uns mit am Start ist und dann vielleicht auch welcher Server. Würde mich extrem interessieren, weil das sind unfassbar, unfassbar seltene Items, die ultra broken und ultra selten sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, deswegen ich folge einfach mal der Masse unauffällig. Wir gehen hier irgendwie nach oben, dann gehen wir auch mal nach oben. Ich bin sehr doll gespannt, ob der wirklich wandert oder ob der einfach wie normaler Weltboss da stehen bleibt. Ich hatte ja irgendwie gehört, dass der, ja, umherwandert quasi. Aber es scheint wohl ein Gebiet zu sein. Und was mich auch interessiert, wie schwer wird der Boss sein? Mittlerweile oder aktuell ist es eigentlich so, dass wir jeden Weltboss in 30 Sekunden oder so besiegen, die nicht mal zur Wipe-Mechanik kommen. Also sehr, 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 sehr krass. Okay, hier wurden schon ein paar Gilmischungstore gezündet. Und hier ist es sehr voll. Wieso hängen die alle auf einem Haufen? Ach, hier geht's auch weiter. Das ist alles gar nicht gerendert. Alle sind hier. Also wenn hier nicht gleich der ganze Server ist und das Game abschmiert, ich sage es euch, es könnte gut möglich sein. Soll ich es dann trotzdem hochladen? Ich glaube, ich lade es trotzdem hoch, auch wenn ich einen Abbruch habe. Ich spiele auf der PlayStation 5, für die, die es wissen, für die es interessiert. Und sollte mein Game gleich abkacken, was nicht so unwahrscheinlich ist bei so vielen Leuten, auch wenn ich die Animation schon ausgeschaltet habe, was ja seit dem letzten Update funktioniert. Ja, gucken wir mal. Ich muss jetzt hier noch ein paar Minütchen warten und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ja, wenn es soweit ist. Übrigens auch mal gerade ein kleines bisschen Werbung für unsere Gilde. Wir haben aktuell wieder ein paar Plätze frei. Heute, wenn ihr das Video seht, wird es auch wieder Gildenbosse geben. Wenn ihr also auf Geist dabei seid und noch einen aktiven Clan sucht, dann kommt gerne mit dazu. Los Liberty, einfach anfragen. Wenn ihr relativ aktiv seid, dann kommt ihr gerne hier mit dazu und natürlich auch auf Twitch abchecken das Ganze. So, jetzt erscheinen die ersten Teleport-Tore. Dann gehen wir auf jeden Fall hier in die 2 rein da. Ganze Clan ist natürlich auch mit dabei. Und jetzt heißt es nochmal 5 Minuten warten. Hier ist ganz gut. Hier sind auf jeden Fall da ein paar weniger Leute. Ich denke mal, dass ich das dann vernünftig auf die verschiedenen Portale verteilen wird. Da war direkt ein Sandwurm. Okay. Ich bin total gespannt. Ich weiß ja auch nicht, wie der Boss aussieht. Das ist jetzt auch für mich mit euch zusammen das erste Mal. Also wer gestern nicht am Start war, auch als Info für euch, jeden Samstag um 20 Uhr könnt ihr an diesem Erzboss teilnehmen. Ist natürlich auch für den Erfolg wichtig. Heißt, wenn ihr das doch machen wollt und vielleicht hoffen wollt auf den Drop, dann könnt ihr einfach Samstag wieder reinschauen um 20 Uhr. Dort die nächsten 3-4 Samstage sind schon da und man kann sehen, dass der Erzboss hier am Start ist. Also auf jeden Fall Samstag einfach mal reinschauen, falls ihr es jetzt heute bzw. für euch gestern verpasst habt. Es gibt ja schon so eine kleine Roadmap für die nächsten Updates. Für euch einfach schon mal als Info, solange wir hier warten. Im Dezember scheint es wohl so zu sein, dass das Max-Level auf 55 angehoben wird und einige andere Updates kommen. Heißt, da könnt ihr euch schon mal freuen. November wissen wir ja schon, was kommt. Ist nicht allzu spannend. Aber im Dezember, das steht noch offen. Da haben sie aber nichts zu gesagt. Aber die Gerüchteküche brodelt und man geht wohl davon aus, dass dann Level 55 mit reinkommt und dann auch die 2 Sterne der Koop Dungeons. Ich werde bestimmt, sobald wir die Infos haben, ein Video drüber machen. Wer das verpassen wollt, auf jeden Fall einfach mal ein Follow da lassen. Jetzt geht's los, 8 Sekunden noch. Junge, Junge, ich weiß nicht, was uns erwartet. Man sieht hier schon die ganze Zeit so einen Wurm rum. Fahren. Also ich hoffe einfach, dass nicht alle drauf gehen. Okay, es sind ein Panzer und Königin Belandia, okay? Ich würde sagen, wir gehen einfach alle drauf. Wir gehen einfach drauf. Und versuchen irgendwie. Ich kann nichts machen.
Es ist so doll am Laggen. Es ist so doll am Laggen. Oh, ich sag kackt ab. Ich sag kackt ab. Ich kann die Kamera nicht bewegen. Es ist so doll am Laggen. Ich kann nichts machen. Also selbst wenn ich was machen wollen würde, also ich könnte mich jetzt nicht regenerieren oder heilen oder sowas, ist unmöglich. Also das ist das, also es ist nicht von YouTube oder von der Aufnahme. Das ist unfassbar unspielbar. Ja, aber der Gegner hat noch 73%. Ja, ich hoffe einfach, man überlebt, ohne dass was passiert irgendwie. Ich habe mich nochmal hochgeheilt irgendwie, keine Ahnung. Du kannst ja, oh mein Gott, so viel draufgegangen. Du kannst ja komplett vergessen eigentlich, hier überhaupt irgendwas in Time zu drücken. Jetzt auf jeden Fall mit den ganzen Toten angenehmer zu spielen. Okay, jetzt deffen. Vielleicht. Oder auch nicht. Also es ist gefühlt unspielbar so. Aber gut, das wussten wir ja. Habe ich mir ja schon gedacht, dass das richtig, richtig schwierig wird mit den ganzen Leuten. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, was das hier für ein Bild ist, den ich spiele. Oh, oh, oh. Ich gehe mal hier raus, glaube ich. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Bild ist, den ich hier spiele, dann checkt doch mal das andere Video ab. Oh mein Gott, ich glaube. Okay, gut, überlebt. Gut, ich glaube, da darf man nicht in die Mitte rein. Dann checkt doch einfach mal das andere Video ab. Ich habe da schon mal ein Video hochgeladen. Zu dem Bild hier. Natürlich mittlerweile um einiges nochmal verfeinert worden. Ich hab gedefft. Aber du siehst nichts. Also, es ist. Ja. Es ist so schade, weil der Boss sieht da schon cool aus so und da hat man sich auch irgendwie was bei gedacht. Und es ist meiner Meinung nach schon ein bisschen schade, dass dann so. Dass er so untergeht, sage ich mal, ne? Das ist ja keiner mehr. Ne, man würde ja eigentlich einen schönen Fight haben wollen, aber es ist nicht möglich. Und das ist hier nicht PS4 oder sowas oder irgendein alter PC, es ist halt einfach PlayStation 5. Da kann man, also da würde ich zumindest mal erwarten, dass es eigentlich gut geht. Okay, das war's. Desert Overlord Queen Belandia. Oh, es kommen mehrere lila Sachen. Schaut mal, richtig viele lila Sachen. Okay, cool. Viele Leute in Drop bekommen. Lu natürlich nicht. Guck mal, hier ist noch ein Stab. Hier ist noch ein Stab. Leider nicht meiner. Digga, der Stab. Wieso holt den keiner? Bestimmt einer von den Toten. Oh, das müssen wir mal überlegen. Einer, der gestorben ist, kriegt den Stab. Und der Lu, der überlebt hat und richtig gut gespielt hat, leider nicht. Ja, vielleicht habe ich es ja nicht gesehen, aber ich habe nichts bekommen, leider. Ja, aber die Kiste habe ich bekommen, natürlich. Ja, das war der Erzboss. Ich wünschte, das wäre spannender gewesen, will ich fast sagen. Aber es war einfach ein FPS Lagfest. Ja, und da ist der Stab, hat sich einer abgeholt. Wie gesagt, wenn ihr einen Drop hattet, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Mein Tipp an euch, wenn ihr einen Drop habt, verkauft es auf ein Auktionshaus und ihr habt nie wieder Lucent-Probleme. Ob es jetzt nur die Eigenschaften ist oder ob es dafür sogar eine Lithografie gibt, müsst ihr einfach mal gucken. Ich kann es mir leider nicht angucken, weil ich das keinen Drop habe. Ich würde den nicht selber nutzen, ich würde den verkaufen und dann einfach für immer unendlich Lucent haben und jeden Skin und alles, was jemals ins Game kommt, damit kaufen. Wenn ihr nichts zu Throne Celebrity verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow da lassen, ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.